Verschwinden in England, Pigeon Bob vermisste Rennsport hat in den USA 6400 Kilometer im Atlantik verloren. Tatsächlich hätte Bob bei einem Rennen im Vereinigten Königreich 640 Kilometer abdecken sollen. Aber dann verschwand die Renntippe und wurde später im Atlantik im amerikanischen Bundesstaat Alabama gefunden. Jetzt hat sein verwüsteter Besitzer es dort oben ausgewählt. Ein Achtel Alan Todd hat wieder seine geliebte Bob Pigeon. Facebook, Alan Todd, die Geschichte des wandernden Vogels hatte viele Menschen berührt. Facebook, Alan Todd, jetzt könnte das Tier in einer speziellen Transportbox. Facebook, Alan Todd. Aus diesem Grund verschwand das Taubenböb-Rennen während eines Rennens in England. Zwei gute Wochen später trat er in einem vorderen Innenhof in Alabama in einem Ölstrich auf. Nachdem er die Öffentlichkeit angerufen hatte, konnte Ober Alan Todd nun seinen geliebten Bob nach Hause bringen. Nur die Taube selbst weiß, warum Bob über dem Atlantik war, und es kann es nicht sagen. Tatsache ist, dass die harte Renntippe des britischen Alan Todd anstelle der geplanten Rassenentfernung von 640 Kilometern mindestens das Zehnfache der Entfernung darstellte. Der Vogel im Wert von rund 1.000 Pfund begann auf der britischen Insel Guernsey und sollte in den GZ im Nordosten Englands zurückkehren, 380 Meilen von dort entfernt, wo sein Besitzer Alan Todd lebt. Aber es wäre ungefähr 10 Stunden in der Luft gewesen. Aber Bob ist nie nach Hause gekommen. Todd war in Angriff genommen, dass er die Nachricht von einem Tieraspekt im amerikanischen Bundesstaat Alabama erhielt, dass die Taube dort in Betracht gezogen wurde. Der Vogel erschien am 30. Juni in einem Vorsprung in Mexia und wurde zu dem Finder gebracht, was überrascht war, warum es nicht schüchtern war, um Menschen zu scheuen, in die Tierschutzgebiete der Grafschaft Monroe. Bob wurde dort untersucht und konnte seinem Besitzer nach seinem Verhältnis und seiner Mikropätze zugeordnet werden. Der frühe Ruhestand war begeistert. Aber wie sollte es wieder mit Bob kombiniert werden? In seinem Bedürfnis wandte er sich der Sonne zu, was seine Geschichte öffentlich machte und die Kampagne Bring Bob Home begann. Gleichzeitig wurde eine Spendenaktion geschaffen, damit Todd seinen geliebten Bob in den Vereinigten Staaten wiedererlangen kann. Jetzt ist Alan Todd in die USA geflogen und hat Bob in einer speziellen Schachtel nach Hause gebracht. Essen, trinken und sexieren, anstatt zu rennen. Die Wiedervereinigung mit Bob war sehr bewegend, sagte der 60-Jährige. Es war die Erleichterung und das Denken an die Menge an Arbeit, die viele Menschen investiert hatten.